Moin Moin, Kalle Nikolai. Willkommen in der Nikolai GmbH an diesem kalten Februartag. Das ist die zweite Session, die wir hier machen wollen über Technologie, Bike-Technologie. Heute geht es um Rahmenfertigung und um das Thema, warum fährt ein Bike gut oder warum fährt ein Bike schlecht. Also viele reden über Federungstechnologie, über Komponenten, über Geometrie. Die allererste, wichtigste Eigenschaft von einem Fahrradrahmen ist, er muss präzise gefertigt sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir haben unterschiedliche Punkte am Fahrradrahmen, die wichtig sind, technologisch wichtig, logischerweise die Tretlagerachse, die Drehpunkte der Schwinge, Drehpunkte Umlenkhebel, wir haben die vordere Dämpfer, den vorderen Dämpferaufnahmepunkt und wir haben auch die Lenkkopfachse. All diese Punkte müssen zueinander fluchtend sein bzw. parallel und dürfen nicht schief zueinander stehen. Ja, klingt trivial, diese Eigenschaft, ist es aber nicht, denn nur wenn diese ganzen Achsen zueinander parallel sind, ist das ganze Fahrrad am Ende gerade. Und ich kann, wenn ich auf dem Trail bin und visiere eine Spur an, kann ich diese Spur auch nur dann treffen, wenn mein Fahrrad genau dorthin fährt, wo ich es hinhaben möchte. Das klingt einfach, aber gerade genau diese Achsen zueinander parallel zu bekommen, ist die hohe Kunst der Fertigung. Jeder kann sich vorstellen, das ist nicht nur wichtig für die Fahrperformance, sondern auch für die Langlebigkeit der Komponenten. Also hier haben wir zum Beispiel ein nettes Hope-Innenlager mit Kurbel und die zwei Lagerschalen dazu. Jeder kann sich vorstellen, wenn das eine Innengewinde hier und das andere Innengewinde auf der anderen Seite nicht ganz genau fluchtend zueinander gefertigt ist, würde das Tretlager schief stehen im Zehntelbereich oder es würde in den Achsen versetzt stehen. Das führt am Ende dazu, dass die Lager eine unzulässige Schräglast bekommen. Das merkt man nicht sofort, merkt man aber halt nach ein paar hundert Kilometer sind die Lager halt hin. Dagegen, wenn ein Tretlager exakt gerade zueinander gefertigt ist, dann hält so ein Innenlager halt sehr viel länger. Wie machen wir sowas bei Nikolai? Gehen wir mal in die Fertigung, gucken uns das mal an. Hier auf der Maschine können wir uns mal angucken, wie das funktioniert. Also wir spannen wirklich den kompletten Fahrradrahmen auf. Er wird hier am Sitzrohr eingespannt, wird hier pendelnd in Höhe gehalten, sodass die komplette Tretlagereinheit schwebend, stabil in der Luft sich befindet. Und der Rahmen ist ausgerichtet gerade nach vorne und hier vorne im Steuerrohr geklemmt. Diese vordere Halterung ist fliegend mit einem Magnetspanner, sodass wir sehr schnell jede Rahmengröße einregeln können. Hier auf der rechten Seite ist dann noch eine Aufspannung, um das Sitzrohr zu reiben, aber da kommen wir später zu. Was machen wir hier jetzt? Ich will mal mit dem Tretlager anfangen. Normalerweise in anderen Firmen wird es so gemacht, dass eigentlich das Tretlagergewinde und die Planfläche von der einen Seite geschnitten wird. Dann wird der Rahmen in der Hand genommen, umgedreht und die andere Seite wird geschnitten. So fange ich mir natürlich einiges an Fertigungstoleranzen ein. Deswegen machen wir das anders. Wir bearbeiten wirklich auf der Maschine hier das Tretlagergewinde vollständig von dieser Seite fertig. Wir planen die Fläche an, wir planen die Punkte für die Kettenführung. Wir planen und bohren sämtliche Aufnahmen für Hinterbauschwinge und später dann auch noch die Punkte für die Umlenkhebel. Und zwar nicht nur von der einen Seite, sondern durch die Bohrung hindurch, von hinten mit speziellen Fräsern, die man hier drin sieht, wird auch gleichzeitig das Gewinde der linken Seite geschnitten und die Planfläche bearbeitet. Auf die Weise können wir die Lager ganz genau
parallel zueinander montieren, wenn das am Ende das Komplettrad montiert wird. Und die Lagerpassung sitzt genau fluchtend zueinander und ich habe dann eine lange Lebensdauer dieser Lagerung. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch entscheidend dafür, dass das Vorderrad zum Hinterrad genau in Flucht steht und nicht gekippt ist. Sturz und Spur sind oft mit so einer Bearbeitung sehr präzise möglich. Hier nochmal ein anderer Rahmen, sehr großer, genauso aufgespannt und es werden alle Bohrungen zueinander in einer Aufspannung hier bearbeitet. Das ist ein Schweißbauteil und der Schweißverzug wird zuerst durch eine digitale Tastvorrichtung ermittelt. Das heißt, man hat dort hinten in der Ecke einen Funkempfänger, die Maschine wechselt einen Taster ein und tastet dann genau die Position jeder einzelnen Bohrung ein, damit die Maschine erstmal weiß, ich habe den und den Rahmen mit den und den Toleranzen vorliegen und kann dann ganz genau einen Bearbeitungsalgorithmus programmieren, der für den einzelnen Rahmen geschaffen ist und den Rahmen perfekt bearbeitet. Ja, wenn diese Bearbeitungsschritte dann erledigt sind, wird ganz final der Rahmen nach der Wärmebehandlung, das heißt, wenn sämtliche Aluminium-Schweißverbindungen wieder hart sind, hier auf der rechten Seite der Maschine das Sitzrohr gerieben. Wir haben hier kunststoffgeschützte Klemmbacken, das Sitzrohr wird hier eingespannt. Die Maschine wechselt eine sehr lange Reibahle ein. Die Reibahle hat in der Reibahle, also durch die Spindel hindurch, wird Kühlschmierstoff gepumpt, sodass sozusagen von innen die Späne alle aus dem Rohr rausgepumpt werden und man erhält dann eine sehr gleichmäßig geriebene Oberfläche. Die Sattelstütze kann dann sehr easy schmatzend saugen, wie wir hier in Norddeutschland sagen, rein und rausgezogen werden. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Zweite Tech-Session hier auf YouTube. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.